Hey, Digga! Was? Ja, das ist eine dicke Lippe. Ich wollte dieses Video eigentlich seriös starten. Aber das ist ein sehr wichtiges, seriöses Video. Aber es kam dann eine interne Werkstattgeschichte dazwischen. Die ist schon wieder... Guck dir das aus meinem Fenster. Hey. So, wir haben gerade das mit Aktens mitbekommen, da mussten wir nur leider schnell weg. Wir werden das noch aufklären, warum ich ja so gelacht habe. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind Tuner aus Dortmund und machen auch unseres Videos. Zeichen, ja. Ist eine schöne Beschreibung für uns. Hin und wieder. R34 GTR. Am Ende des Videos werden wir ihn auch sauber machen noch. Ich werde den noch wunderschön waschen. Wir gehen extra ein Stück weiter weg, damit man das nicht so genau sieht. Richtig. Weil es mich ein bisschen dreckig. Also, wir wollen uns damit beschäftigen, was ich mag und was ich nicht mag vom R34 GTR. Doch beim mit beschäftigen, was ich mag, was ich nicht mag, ist mir aufgefallen, ich mag eigentlich fast alles an dem Auto. Mhm. Was an dem Auto nicht so gut ist, ist... Nicht lachen. Der Preis. Ja, gut. Also die... Obwohl es auch fast schon wieder gut ist für die, die einen haben. Also die Preisentwicklung ist natürlich wirklich absolut komplett geisteskrank. Diese Autos waren irgendwo mal bei 40.000, 50.000 Euro. Ich glaube, es gab auch mal Zeiten, wo sie 35.000 Euro waren, okay? Jetzt reden wir von 135.000 Euro. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, na ja klar. Ich glaube, der teuerste war jetzt vor kurzem wieder 1,2 Millionen oder irgendwie sowas. Und dann, wenn man es im Verhältnis setzt, ist es einfach nur ein 2,6 Liter Biturbo, rein 6 Zylinder in der japanischen Büchse, die sehr gut aussieht und die auch wirklich für seine Zeit sehr gut fährt. So ein Ding fährt inoffiziell eine Rundenzeit von 7 Minuten 32 Serie. Ein Jahres-GR fährt 7 Minuten 32 im Jahre 2023. Ich wollte gerade sagen, Baujahre muss man jetzt dann nochmal beachten. Und dieses Auto hat auch so ein bisschen wie bei Porsche, es hat so eine Weiterentwicklung so von dem Grundkonzept. Der R32 GTR kam, glaube ich, so 89 auf dem Markt. Okay. So bis 93 ungefähr gebaut. Hat auch ein RB26 drin. Hm. Lader waren ein bisschen anders, weil es gab super viele Modelle, beim 34er vor allen Dingen. 34er wurden gebaut, 11.300 irgendwas Autos. Das ist deutlich mehr, als man denkt. Und wenn man überlegt, 11.300 Autos wurden gebaut von dem Ding und so ein Ding hat jetzt einen Wert von über 100.000 Euro Wert. Aber wo sind diese ganzen Autos auch? Im Arsch. Ah. Ne? Also davon sind sehr, sehr viele Autos verschwunden, sehr viele Autos sind kaputt, sehr viele Autos wurden kaputt getuned und viele Leute haben das Auto auch einfach nur benutzt, wie das heute auch Europäer machen, aufgebrauchen. Guck mal, 350Z. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass beim 350Z nochmal irgendwas passieren wird. Und dann musst du diese verbastelten Möhren wieder zurückholen zu einem schönen Auto. Das ist ein Weg. So wie unser. Ja. Nein, aber... Das Ding ist auch, die Proportionen von dem Auto sind nahezu perfekt. Ich merke das immer wieder, weil ihr seht, der Wagen ist dreckig. Ich fahre ihn, das war meine Traumerfüllung und mein Wunsch, ich fahre dieses Auto wirklich im starken Daily-Bereich. Ja. Ne? Ganz oft, ich komme um so eine Kurve rum und jemand sieht mich nicht kommen. Ich fahre rum mit 10 km/h so um ihn rum und du siehst, wie in einem Typen, der einfach an der Ampel steht, das passiert. Und du siehst in seinem Gesicht, der ist kein Automensch. Hm. Aber dieses Auto hat so ein krasses Gesicht und so ein Auftritt, dass du wirklich, wenn das ganz schockierend, ich meine, du bist auch schockiert, wenn du das im Nichtsabend da stehst, erwartest du einen Porsche, keine Ahnung was für Autos. Aber wenn es einfach aus dem Nichts um die Ecke kommt, sehe ich ja tagtäglich, wenn ich damit fahre, haut es die Leute komplett um. Die verstehen nicht, hä? Und in der Regel sehe ich auch immer das im Rückspiegel. Leute hinterher gucken, ja. Weil es so... Aber auch wenn man jetzt hier genau aus dieser Perspektive so drauf schaut, es... Oh. Geh mal ein bisschen tiefer in der Kamera. Ja, hallo. Ja. Lecker, lecker. Ja. Aber total Ding, es sind über 11.034 GTR, dann gab es Spec 2, Nür, V-Spec, M-Spec, N1. Es gab so viele verschiedene GTR-Varianten mit verschiedenen Motoren, Differentiale, Atesa-Systeme, diese mitlenkende Hinterachse. Das wird ja alles weiterentwickelt. Hm. Die finde ich eigentlich nicht so geil. Jo, wir haben noch einen Minuspunkt. Es ist gut, dass wir einen Minuspunkt haben, weil es sind wenige Minuspunkte. Genau, also die mitlenkende Hinterachse, das ist so eine Sache, die ich persönlich finde, ich brauche nicht. Die kann auch weg. Ne? Also wenn der wirklich eine gute Hinterachse hat, das ist wirklich schon mal vernünftig. Die 34er Hinterachse ist auch eine Weiterentwicklung von 32 und 33er als Mehrlenker-Hinterachse. Also das ist wirklich schon der höchste Punkt, den es gab. Dann kam der 35er. Aber dazwischen ist eine große Pause. Ich glaube, letzte 34er wurde gebaut 2002. Von diesen besagten Varianten, die es davon gab, welchen will man davon haben? Also N1. Okay. Hätte ich gern. Okay. Kriegt man nicht. Nein.
Kriegt man nicht, weil unbezahlbar, unbezahlbar oder gibt es gar nicht auf dem Markt? In der Regel geht es einher. Okay, verstehe. Weil wenn du was ganz schwer kriegst, ist es in der Regel auch, also dann ist es auch teuer. Ja. Also ich bin glücklich mit dem, was ich habe hier ganz normal, ich habe einen ganz normalen 34er GTR. Hm. Was ich aber auch wollte. Ich wollte das Basisauto und dann anfangen umbauen. Ich sehe das hier auch nicht als Sammler-Ding oder sowas, sondern das ist meins. Das ist das, was ich wollte. Das finde ich geil. Deshalb Daily Use. Der ist Daily Use. So, und was ich noch nicht gut finde, ist gleichzeitig, was ich aber auch gut finde. Zwei Sachen sind jetzt Plus-Minus-Punkte, also hebt sich es quasi auf. Der erste ist, der RB26 ist scheiße, ist eine Ziege, ist nervig als Motor. Er braucht unheimlich Intervalle, Ölwechsel, ganz viel Aufmerksamkeit, aber er gibt dir halt auch viel wieder, ne? Weil der hat irgendwie so einen 70er Hub, 73er Hub und irgendwie 89er Bohrung. Also halt ein ganz kurzer Hub, wenn wir gleich fahren, merkst du es auch. Der ist halt wirklich quirlig und biestig. Das ist halt ein geiler Motor, weil das Ding hat Serien-Software, ist alles Serie. Ansaugung, Auspuff, tschüss. Und dafür geht der wie die Hölle. Wie die Hölle. Ja, wir sind ja schon einmal, ich durfte ja schon einmal mit dir mitfahren. Ja, das ist ja wirklich ein geil, für die Pipi-Leistung ist das wirklich verrückt. Ja. Der nächste negative Punkt ist der, aber gleichzeitig hat er es auch mit mir weggemacht, ne? Da ist kein Lenkrad. Aber ich muss auch sagen, wenn einer das darf, dann ist es auch wieder der. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ihn als Linkslenker haben wollen würde oder einfach auch als Rechts, weil ich merke es, umso mehr ich damit fahre, ich brauche ihn gar nicht als Rechtslenker. Als Linkslenker, ja. Aber du bist ja letztens mal in den Subaru-Linkslenker gefahren und da warst du ja auch schon angetan von. Ja, schon, aber dann habe ich auch im Laufe des Fahrens habe ich dann auch gesagt, ganz ehrlich, ist eigentlich auch okay. Hm. Weil ich sage nicht, wie es ist bei dem Subaru, wir haben einen zweiten Subaru, um alles umzubauen auf Linkslenker, machen es auch nicht. Und lassen es jetzt so, wie es ist. Okay. Offizielle Information jetzt, ja. Ja. Also das war so ein Spenderauto, so ein Scheißding. Ne? Ja, klar. Also kommen wir zu dem Punkt. Aber positiv ist, es ist einfach unfassbar schön. Egal, wie du drauf schaust. Egal, aus welchem Winkel, egal, wie du drauf guckst, das Auto ist unfassbar schön. Mhm. Dein nächster positiver Punkt ist ganz klar die Tunbarkeit. Mhm. Bin ich mit fertig für mich, aber im RB26, das will ich nicht mehr so, weil da ist natürlich sehr, 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 sehr viel möglich. Wir fahren jetzt hier die 280 PS Serie, aber wie unser Alter ja auch hatte, du kannst da auch ganz entspannte 1000 fahren. Klar. Auch über 1000, du kannst auch die Leistung vervierfachen. Dann hast du viermal die Leistung aus demselben Motor. Und der Block bleibt der gleiche. Ja. Ja? So, jetzt müssen wir eben nochmal aufklären, was gerade war. Akins, komm mal her. Jetzt musst du nochmal, wir haben es ja gerade nicht, ne? So, noch einmal. Es ist nicht mehr so schlimm, glaube ich. Ein bisschen noch. Erklär uns ganz kurz, was passiert ist, bitte. Also ich habe Rattengift gekauft und man darf kein Rattengift kaufen ohne so eine Kartusche, wo die Ratten reinlaufen. Aha. Steht da drauf, man darf den Giftköder nicht einfach so, wegen Hunde, Katzen, andere Wildtiere. Menschen. Wäre dumm, stell dir vor. Stell dir mal vor, man kommt an die Lippe, ne? Ja, genau. Das wäre dumm. Oder warte mal. Ja, dann habe ich auf jeden Fall, das war so eine Stange, da sollte ich die Dinger so draufstechen, dann ist da so ein bisschen rausgekommen. Dann habe ich das zugemacht, mit einem Schlüssel zu, in die Ecke gestellt und dann hat es hier gejuckt und dann habe ich so gemacht und dann war es schön bitter. Seitdem ist das hier so ein bisschen dick. Es ist wirklich dick. Ja, heute Morgen war ganz schlimm. War noch ganz krass. Ja, war ganz krass, ja. Hast du Sorge gehabt, dass es hier zurückgeht? Nee, ne? Nee. Wann genau ist das passiert? Gestern Abend. Deswegen habe ich dich so lieb. Das geht nicht kaputt. Nein, das geht nicht kaputt. Ja. Aber das ist auch eine ganz klare Agnes-Aktion. Ja, das ist halt dumm, ne? Nee, ist missgeschickt, dumm nicht. Tunbarkeit ist halt wirklich durchs Dach. Ja. Und du kannst halt in alle möglichen Richtungen gehen. Dann gibt es so High-Response-Umbauten. Dann andere Drosselklappen, eine andere Ansaugbrücke. Dann gibt es noch mal ein paar Filme, die immer anders funktionieren. Es gibt halt, du kannst einen Motor, einen RB26-Motor bauen als Twin-Turbo, immer noch Lader unten für 100.000. Nur der Umbau? Nur der Motor. Für unter 100.000, klar. Überleg mal. Ja, aber und natürlich ist trotzdem eine Summe. Na voll, und natürlich hätte ich sowas auch gerne, ne? Weil wenn du so Soundaufnahmen hörst von diesen 100.000 Euro oder 100.000 Dollar Motoren. Das ist schwer, Alter. Das ist krass, das musst du erstmal verdauen. Dann hörst du wieder deinen und das ist natürlich wirklich traurig. Okay, jetzt ist hier die Batterie tot. Ah ja, noch was, das ist auch echt scheiße. Das ist kein Minuspunkt. Die fressen immer Strom. Du kannst so ein Ding keine 20 Tage stehen lassen, das Ding nicht mehr an. Was zieht denn da aber den Keine Strom? Ahnung. Ja, muss doch jemand wissen. Das wird wahrscheinlich an uns liegen. Aber keine Ahnung, also ich weiß es nicht, was das Problem ist an dem Kollegen hier.
Also wirklich, wirklich, wirklich nervig. Ja gut, aber dann hat man Booster dabei immer. Genau, hat man Booster dabei, ist die Gewichtsverteilung auch besser, alles gut. Ja, genau. Was bei dem Auto wirklich sehr schön ist, ist einfach die Balance im Auto. Hm. Das Auto ist für die Zeit wirklich sehr, sehr, sehr gut ausbalanciert, weil man muss zurückdenken, das ist eine Zeit, da waren die Autos nicht so. Heute ist das ganz natürlich. Hm. Da war Porsche sehr gut und das war auch der Anspruch an Nissan. Nissan wollte dort konkurrieren. Die wollten dort rangehen. Das Auto wurde auf der Nordschleife entwickelt. Das war für den japanischen Hersteller damals, das war nicht wie heute. Ja. Das war schon eine Nummer. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Nee, das haben die auch alle damals so nicht gemacht. Außer mit diesem Fahrzeug. Außer mit diesem Fahrzeug. Weil sie aber auch sehr viel Erfolg hatten mit den GTRs. Ne? Hm. Der 32er GTR Godzilla war ja schon super, super erfolgreich als Rennfahrzeug, ist alles drum und dran. Dann kam der 33er, der wuchs dann. Hm. Der war im Radstand auch länger als der 34er. Und, boah. Und länger als der 32er. Das Auto wurde größer und größer und größer. Und dann haben die sich irgendwann gedacht, in die Kunden auch, das Auto ist uns zu fett. Wir machen ihn wieder ein bisschen kleiner. Und dann kam das raus. Hm. Und dann war Pause. Dann kam ja lange, 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 lange Zeit gar nichts und dann kam der 35er und dann kam der 35er als Transaxle-Auto. Das heißt, Motor, Getriebe, das ist ja bei Ihnen hier als ein Paket. Ja. Und dann beim GTR haben sie gesagt, komm, wir machen den V6 hier hin, wollen noch besser werden und machen das Getriebe hier hin. Ja. Und auch der Wachstum, der 35er im Vergleich zum 34er, der 35er sieht aus, als ob du den 34er einen Handschuh verstellen kannst. Er ist wirklich im Vergleich riesig. Das ist ja eigentlich ein kleines Auto. Wenn du überlegst, da steht ein Twingo. Und der Twingo ist von der Masse an Auto kleiner als das, das stimmt? Ja, ich habe hier gerade eine ungünstige Perspektive dafür. Der Twingo sah gerade mini aus im Vergleich. Ehrlich? Sag mal auf der Kamera. Ja, wir müssen mal... Mhm. So kannst du es vergleichen, aber wenn du gerade von hier hinten geschaut hast... Ja, so ist doof. So ist doof. Ja, so ist doof. Aber gerade eben hat man das gut gesehen. Okay. So, weiter positiver Punkt ist dieses Display drin. Also wir müssen es mal überbrücken. Dann mache ich mal überbrücken. Ja, mach es mal. Kommt man auch gut ran. Hör auf, ey. Ich habe, glaube ich, mehr GTR so gestartet in meinem Leben als normal. Als am Schlüssel. Das Ding hier habe ich, das kenne ich eigentlich auch nur so verbogen. In egal welchem. Das muss man als positiven Punkt wirklich darstellen. Ja, tatsächlich. Weil das wäre ja heute noch cool. Ja. Da Hersteller ja auch einen auf Retro machen, selbst wäre die Auflösung und die Schriftart wäre ja heute sogar cool. Könnte so im aktuellen GTR sein. Könnte sein, ganz genau. Auch in einem aktuellen Hyundai oder sowas halt so besonders. Genau, könnte das auch so sein. Und du hast halt wirklich die verschiedensten Angaben wirklich in so einem Auto. Das, finde ich, ist ein ganz klarer positiver Punkt. Ja. Dann ist gleichzeitig, negativ wie positiv. Die Gasannahme mit den Einzeldrosselanlagen. Du kannst den Motor umrüsten auf eine große Drosselklappe, was wir auch gemacht haben bei uns. Hm. Weil wenn du jünger bist, dann willst du Power. Da muss da Luft rein. Aber eigentlich ist ja das hier viel geiler. Ne, das Grundkonzept war von dem Auto. Ja, ich bin immer wieder, ich bin manchmal ein bisschen sprachlos wegen diesem ganzen, wegen dieser Soundkulisse einfach. Ja. Und von dem Schlagschrauber. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wir machen mal Auge zu und wir fahren mal los. Ja, okay. Ich hab noch einen positiven Punkt. Den muss ich einfach dazu sagen, dass man ihn so fahren darf. So wie er ist. Dass dieses Auto wirklich so straßenzugelassen ist jetzt. Das ist für mich einfach so eine unglaubliche Erfüllung und Traumerfüllung. Das kriegst du nicht verpackt. Ja, wir fahren den jetzt einfach hier auf der Straße. Ja, und wir mussten keine roten Nummern vorher dran machen. Wir mussten zwar eine Sache noch machen, wir mussten überbrücken. Ja. Ne, aber normalerweise nicht. Wir müssen Batterie laden, dann geht die auch wieder. Weißt du, was ich auch merke? Ich gehe ganz oft auf diese japanischen Bestellseiten, ne? Hm. Und suche mir so Kleinteile raus, so wie früher, die ich dann einfach bestelle. Wofür? So Schräubchen oder so. Normalerweise mache ich das nicht. Das mache ich erst, wenn ich so ein Auto habe, was ich wirklich lieb habe, weißt du? Dann gucke ich nach so kleine Schräubchen am Lenkrad oder wenn so ein Gitterchen so kaputt ist und sowas, dann suche ich mir die Preise raus. So Kleinigkeiten, so. Das ist sowas fürs Herz. Ja. Und da merke ich auch dran, wie toll dieses Hobby ist. Dieses Pflegen von einem technischen Teil, das befriedigt ja schon. Ja. Ne, das ist einfach geil. Dann, positiver Punkt ist... Sound. Ein Auto, was man heutzutage kauft, befriedigt ja dich einmal über die Optik und was es dir gibt, wenn du es ja auch bedienst und fährst. Ja.
der Befriedigungsfaktor, wenn du in diesem Auto unterwegs bist, deswegen habe ich ihn auch zu Hause stehen meistens und fahre dann am Samstag oder am Sonntag mal damit, ändert mein Leben. Mhm. Ich sag's, wie es ist. Du sitzt dann da, ne, und machst so. Sorry. Der Tag ist besser. Ja, ist er. Der Tag, also ganz klar. Der Tag ist besser. Die Leute freuen sich ein Schnitzel, ne? Weil, wann siehst du das? Also ich würde mich selbst freuen. Ich habe selbst einen. Ich würde mich trotzdem freuen wie Bolle. Diese Soundkulisse, ich kann mich da nur wiederholen. Ja. Das ist das Größte für mich. Und wir warten jetzt mal eben, dass er ein bisschen wärmer ist. Und dann drehen wir den mal hoch. Das ist so gut und so befriedigend. Und da kommt dieses Hub-Bohrungsverhältnis nämlich zum Tragen. Ein 2JZ-Motor ist auch ein sehr geiler Motor, aber der kann das nicht so geil wie der. Mhm. Ja, der 2JZ ist so der, genau, der 2JZ ist im Fitnessstudio der Masse-Bodybuilder, der wirklich dresser Bulle ist. Und das ist so mehr der Michael Jordan. Okay. Ne, drahtiger, auch schon ein Typ, aber er ist quäliger, er ist schneller, er ist wilder. Ne, und ja, dazwischen musst du dich einfach so entscheiden. Der ist 8,5 verdichtet. Was man machen könnte bei so einem Motor wäre, ihn einfach so 9 verdichten. Okay. 9,3 mit dem Sprit, den wir heute haben, und ihm einfach noch ein bisschen mehr Crispyheit zu geben. Mhm. Aber wir lassen das. Und da müsst ihr mir auch helfen. Also wir lassen das wirklich. Wir lassen das wirklich. Also wirklich. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich. So, pass auf. Ne, 4000 noch was Umdrehung, okay? Ja. Verpackt? Nee. Das sind nur 280 PS. Ja. Aber durch diese relativ kurze Übersetzung, gepaart mit diesem hochdrehenden Motor, mit einem kurzen Hub, das ist ja auch nicht so schwer. Das hat aber keiner wirklich wieder so gemacht wie die. Keiner. Und das ist, ich krieg's gerade selbst. Ne? Also 5000 Drehungen. Das sind 8200 Umdrehungen. Aber in was für ein... Das Grinsen so, I like it. Die Art und Weise, wie so ein Motor sowas macht, ist einfach... Das kannst du mit nichts vergleichen. Und das ist ein Pluspunkt, das sind 10 Pluspunkte, Leute. Lass mal kurz einmal durchrattern. Ja. Das ist so befriedigend und so toll. Und ich würde mich so freuen, wenn Autohersteller das heute machen, wieder so bauen würden. Dass sie das wieder hinkriegen würden. Dann kommen... Guck mal, jeder. Die freuen sich ja mehr als normal freuen. Ja. Das macht seinen Tag. Voll. Hundertprozentig. Also ihr müsst das sehen. Also die machen ja nicht Daumen, sondern das ist ja, der Daumen macht ja Lichtgeschwindigkeit aus. Ja. Also er macht und das freut mich ja genauso. Navigationsdisplay, leicht eingedreht. Das ist, ich finde den Innenraum für heutige Verhältnisse immer noch cool. Oder? Ja. Ich finde den Innenraum wirklich, wirklich, wirklich cool. Also nicht nur was die Armaturen so angeht, sondern auch die Sitze. Ja, alles. Das ist alles wirklich cool. Und da will ich ja auch versuchen, dass dieses Auto so bleibt. Und deswegen gehe ich immer auf diese Seiten drauf und die Sachen, die ich so raussuche, sind Sachen. Das würde in so einem Skoda-Forum so ein Typ. Die Leiste hinten vom Kofferraum, diese Plastikleiste. Mhm. Solche Sachen. Früher habe ich Ladeluftkühler. Ja, das hat er jetzt alles. Ja. Aber Lader und die wildesten Sachen bestellt, ne? Mhm. Jetzt bestelle ich hier Plastikklipse. Ja. Aber das liebe. So nochmal, 3000 Drehungen, okay? 8000. 8000. Ich glaube, das sind die schnellsten 280 PS, die ich je in meinem Leben gefahren bin. Kein Scheiß. War der so auf dem Prüfstand, wie er ist? Ja, er glaube ich, er hatte 295 oder sowas. Ja, okay. Die steuern immer so ein bisschen nach oben, die Dinger. Nein, das ist schön. Dieses Gentleman Agreement, was die ja auch gemacht haben, die Japaner, das war, ist ja auch Quatsch. Dann haben sie sich alle auf 280 PS geeinigt. Ein Evo mit einem 14er 280 PS, ein RB26 hat auch 280 PS und ein 2JZ hat auch 280 PS, ja genau. Mhm. Und alle Motorräder fahren nur 300. Genau. Ja, aber die Emotion, die dieses Auto rüberbringt, das ist...
Das ist was anderes. Ja, ist es auch. Ist viel wertvoller. Viel wertvoller. Nein, also wir wollten, was ich mag, nicht mag, machen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pluspunkte der Wagen jetzt hat. Aber es alle. Ist alle. Aber er hat einfach einen ganz, ganz besonderen Punkt in meinem Herzen. Ob er mein Lieblingsauto ist, was ja oft eine Frage wirklich ist, das kann ich schwer beantworten. Aber da ich ihn zum Beispiel auch bei mir zu Hause habe meistens, ist es schon mal ein ganz großer Punkt. Ich sag's, wie es ist. Also, da schafft es nicht jedes Auto hin. Das klingt total überheblich. Ja. Aber das stimmt schon. Das ist so, so krass. Und das Auto kickt mich auch immer, immer, immer wieder aufs Neue. Ich sehe ihn, Garage geht auf, sehe das Auto und mach alt. Alt heißt das. Krass, ist das echt? Versteht. Wirklich wahr. So, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir werden jetzt dieses wunderschöne Auto waschen. Hier machen wir. Also ich wasche ihn. Ich guck zu. Bis gleich. We'll be right back.